Servus aus meinem Bastelkeller. Ja, der Winter naht und wenn man auf eins wetten kann, dass die Zentralheizung jetzt kaputt geht. Das ist so der Klassiker, kurz vorm Winter oder wenn man die Heizung einschalten will, dass dann irgendwas nicht funktioniert. Ja, was macht man jetzt? Baut man sich die gleiche Heizung wieder ein? Manchmal ist die Heizung auch nicht mehr rettbar. Und in dem Fall, dass man sagt, okay, man braucht einfach eine neue Heizung, dann ist immer die Frage, was man denn einbauen will. Wärmepumpe, Öl, Gas, Pellets, ja, da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten. Gibt auch die Möglichkeit mit Infrarotheizungen, da gibt es ja auch etliche Hersteller, die das dann total super anpreisen. Und ja, und das schauen wir uns heute mal an. Und ja, für das habe ich eine kleine Präsentation vorbereitet, dass es nicht ganz so langweilig wird. Und mit auch ja, einem kleinen Diagramm am Ende, damit man das Ganze auch optisch mal schön vergleichen kann. Ich würde sagen, jetzt fangen wir einfach mal an mit dem Ganzen. Ich habe das ja relativ komprimiert jetzt gemacht. Es war für mich wieder eine Heidenarbeit. Ich habe da etliche Heizungsbauer auch angerufen. Ja, die ganzen Installateure, die haben ja verschiedenste Preise und ich habe jetzt einfach mal so einen Mittelwert genommen. Interessanterweise ist es bei uns in der Region ja recht gleich von der Preisgestaltung her, wenn man das Gleiche irgendwo ja, haben will. Zum Beispiel ein Ölkessel, wenn man tauschen will zu einem Pelletkessel, dann ist immer die Frage, was man alles reinbraucht. Ja, dann braucht man natürlich auch ein Pelletlager, das muss man natürlich auch irgendwo mit einkalkulieren. Und das Ganze schauen wir uns jetzt einfach mal an, wie das Ganze so ausschaut. Jo, zuerst schauen wir uns mal die Förderübersicht an. Ja. Förderungen sind ja immer so ein Thema. Nicht alles kann man fördern. Ja. In dem Fall schaut es so aus, dass man zum Beispiel alles, was irgendwie in Anführungsstrichen gut für die Umwelt ist, also Solartechnik, thermische Anlagen, Biomasse, Wärmepumpen natürlich und auch Brennstoffzellenheizungen und sowas. Da kriegt man natürlich ordentlich Förderung. Die Grundförderung ist da 30% und dann gibt es noch diesen Klimageschwindigkeitsbonus. Ja, was ist das? Das heißt, wenn eure Heizung jetzt noch nicht kaputt gegangen ist, ihr aber darüber nachdenkt, die nächste Zeit eine einzubauen, eine neue, ja, dann kriegt man halt bei einer funktionsfähigen Heizung noch 20% Klimageschwindigkeitsbonus. Ja, das kommt immer darauf an, wie lange die Heizung läuft, aber das schauen wir uns jetzt gleich mal an. Der eine oder andere wird sich jetzt wundern, dass eine wasserstofffähige Heizung, also eine Gastherme, die zum Beispiel auch Wasserstoff verbrennen könnte, dass man da eine Förderung bekommt, aber das schauen wir uns gleich an, weil es ist nicht das Problem, das sind die Investitionsmehrkosten. Ja? Und das schaut mich dann so aus, dass man eben nicht auf die Gasheizung selber eine Förderung bekommt, was natürlich absoluter Blödsinn wäre, ja? Sondern nur über die Mehrkosten. Das heißt, wenn ich jetzt eine Gastherme einbaue, die wasserstofffähig ist und kostet dann 5.000 Euro mehr, ja, dann kriegt man eben auf diese 5.000 Euro 30%. Ja? Und theoretisch halt auch noch diesen Geschwindigkeitsbonus. Ja, aber halt nicht auf die komplette Heizung, sondern eben nur auf diese Mehrkosten. Ja, macht in der Regel eher wenig Sinn. Und ja, Gas ist auch nicht unbedingt so richtig cool von den laufenden Kosten. Und wichtig, das Haus darf nach dem Heizungstausch nicht mehr mit fossilen Energien beheizt werden. Ja, gut, damit ist das eigentlich schon raus. Ja, und jetzt schauen wir uns als nächstes erstmal die Datengrundlage an. Ja, ich muss ja mit irgendwas rechnen, ja, das ist immer so ein Punkt, jeder rechnet mit was anderem. Ich zeige euch mal offen und ehrlich, mit was ich gerechnet habe und dann kann jeder von euch selber irgendwo entscheiden, ob das jetzt richtig war, falsch war oder totale Blödsinn, wie auch immer, schreibt es gerne in die Kommentare. Fangen wir mit dem Ganzen einfach mal an. Ja? Datengrundlage. Was habe ich alles gesammelt? Ja, ich habe links diese Anschaffungen. Das hat mich einiges an Zeit gekostet, muss ich echt sagen. Ich habe da einige Heizungsbauer bzw. Installateure angerufen bei uns in der Region. Ja, also es war schon aufwendig, muss ich echt sagen. Ich weiß nicht, ob ich das nochmal mache. Ja, also das ist jetzt so der Mittelwert. Das heißt immer, Ausgangssituation, ich habe ein bestehendes Gebäude irgendwo im Einfamilienhausbereich so in der Richtung und das möchte ich gerne umrüsten, ja. Kessel ist kaputt und ich möchte da was Neues rein. Jo, jetzt baue ich da zum Beispiel vom bestehenden Ölkessel baue ich das um auf eine Pelletheizung. Dann sind wir da irgendwo anschaffungsmäßig im Bereich von 35.000 Euro. Wie gesagt, noch ohne Förderung, das kommt noch. Ölheizung im Mittel so irgendwo bei 17.000 Euro. Das kommt ja immer darauf an, ob ich einen neuen Kamin brauche, vielleicht auch zwei, drei Heizkörper tauschen muss, ja, wegen Brennwert und so Geschichten. Und Umbau auf Einstrang, Ölanlage und so weiter, ja, ob die Tanks noch in Ordnung sind.
Gasheizung ist auch nicht ganz so billig, habe ich festgestellt. 15.000 Euro, so im Schnitt. Ja, das kommt immer darauf an, was man alles umbauen muss. Meistens muss man die Verrohrung ändern, wie auch bei der Ölheizung, Pelletheizung. Verbaut man halt meistens auch noch einen neuen Boiler fürs Warmwasser. Ist meistens mit dabei und dementsprechend ist es nicht ganz so günstig. Ja. Das gleiche auch bei der Luft- und Grundwasserwärmepumpe, jeweils mit dem Boiler. Ja. Irgendwie warm duschen wäre halt auch schon cool. Dementsprechend gehört das für mich halt auch dazu. Das heißt, bei einer Luftwärmepumpe sind wir irgendwo im Bereich 30.000 Euro so im Schnitt. Da reden wir jetzt schon von mittelpreisigem Modell, also schon irgendwo qualitätsmäßig schon besser, nicht irgendwo das letzte Klump. Ja, macht irgendwo Sinn, finde ich. Und ja, ein Grundwasserwärmepumpe irgendwo bei 40.000 Euro, so ganz grob. Ja. Also ein paar tausend Euro hin oder her kommt dann ungefähr hin. Grundwasser ist eben teuer, weil ich halt ja, irgendwo eine Bohrung brauche, beziehungsweise einen Brunnen brauche, einmal einen Förderbrunnen und einmal einen Schluckbrunnen beim Grundwasser, und für Erdwärme ist es ähnlich, ja, ist alles ziemlich teuer. Dann haben wir noch eine Luftwärmepumpe mit PV, die habe ich noch mit reingenommen. Da habe ich jetzt mal den PV-Anteil auf 30% gesetzt. Ja, warum? Weil ich so ein Ding habe und eben auch ungefähr 30% davon von der Energie, eigentlich ist mehr, aber jetzt haben wir mit 30% gerechnet, direkt über die PV decken kann. So, dann noch zwei andere Sachen, was immer wieder diskutiert wird. Einmal Infrarotheizung, wenn ich sie selber einbaue, weil sie gar kein Problem nicht ist. Ne? Das heißt immer, also habe ich insgesamt 1.500 Euro, also das billigste AliExpress-Gedöns, kaufe ich mir und starte damit mein komplettes Haus aus irgendwo. Habe ich 1.500 Euro Investitionskosten und sonst nichts mehr, ja klar. Infrarot teuer, deswegen, ich habe mir von einer österreichischen Firma, die ich jetzt nicht nennen will, ja, das, für sowas mache ich absolut keine Werbung, sorry, habe ich mir ein Angebot erstellen lassen, und da ist mir echt auf den Arsch gehauen, für unser Gebäude, mit, wo jetzt die Wärmepumpe drin ist, 35.000 Euro in etwa. Also, ja, ich habe es jetzt mit reingenommen, weil es echt ultra krass ist und, ja, fällt mir einfach nichts mehr ein. So, nächster Punkt ist die Wartung. Pelletheizung, irgendwo 300 Euro im Jahr. Das war, also das oben war relativ gleich bei den meisten. 250 Euro für eine Ölheizung, Gasheizung irgendwo auch 250 Euro so im Schnitt. Und jetzt kommt der Knaller, also das war schon ein bisschen unterschiedlich hier. Wärmepumpe Luft haben meistens manche gesagt, nö, da machen wir gar keine Wartung nicht, das schreiben wir bloß auf und alle zwei Jahre kommen wir vorbei. Habe ich sehr lustig gefunden. Und dann haben sie gesagt, ja, jährlich eine Wartung für ungefähr 150 Euro. Ja, das kommt halt darauf an, was man für einen Heizungsbauer hat. Ich habe jetzt mal 100 Euro reingeschrieben. Ich denke, das ist realistisch. Mal davon abgesehen, dass man bei einer Wärmepumpe, glaube ich, eine Wartung auch selber machen kann. Ja? Ohne viel technisches Verständnis. Eine Grundwasserwärmepumpe ist wartungstechnisch etwas aufwendiger. Ja, muss man halt schauen, wegen den Wärmetauscher, dass man den reinigt und so weiter, das kann schon sein. Und eine Luftwärmepumpe mit PV, auch irgendwo 100 Euro Wartung. Die PV habe ich jetzt nicht extra angeführt mit den Installationskosten, weil die PV sich sowieso nach 15 Jahren spätestens selbst abzahlt. Also was soll ich dann bitte reinschreiben? Ist ein bisschen schwierig für mich. So, Kaminkehrer. Pelletheizung zweimal im Jahr. Ölheizung einmal im Jahr im Normalfall, ja, je nachdem, was ich für eine habe. Ja. Gasheizung auch einmal, und dementsprechend haben wir irgendwo diese Kosten. Bei uns ist es so, dass Pellets, habe ich rumgerufen, verlangen sie mehr fürs Reinigen, komischerweise, und für Ölgas weniger. Jo, wahrscheinlich einfach mehr Arbeit, mehr Dreck, wie auch immer. So, Lebensdauer bin ich jetzt davon ausgegangen, Pelletheizung 20 Jahre, Öl- und Gasheizung auch 20 Jahre, Luftwärmepumpe 15 Jahre, Grundwasserwärmepumpe auch 20 Jahre, weil es bei den meistens länger hält, Luftwärmepumpe PV auch 15 Jahre, Infrarot billig, sage ich jetzt 15 Jahre, einfach aus dem Grund, dass auch Relais, da sind auch Relais drin, da ist auch Elektronik drin und das Zeug muss erstmal 15 Jahre halten. Also das ist auch mal so ein Punkt. Infrarot teuer, hoffe ich 20 Jahre, ja gut. So, Wirkungsgrad habe ich ja auch noch angegeben. Kann sich jeder selber anschauen, ja, wie das so ausschaut. Und Förderung haben wir gerade eh schon durchgenommen. Pelletheizung 50%, Wärmepumpe Luft 55%, wenn man Propan nimmt, was ich jetzt schon davon ausgehe. Und Grundwasser ist halt schwierig mit Propan aktuell,
weil die meisten halt im Haus stehen und das ist Propan aktuell noch nicht ganz so verbreitet. Drum eben 50% Förderung. So, dann, das ist ein Punkt, das vergessen komischerweise alle. Strom. So, und zwar jetzt zusätzlicher Strom. Was meine ich damit? Ja, eine Pelletheizung läuft halt nicht mit Luft und Liebe. Die läuft mit Pellets, aber eben auch mit Strom. Und ich hatte eine Pelletheizung von Haargassner, also kein Schrott. Ja. Und wenn ich da jetzt die Pumpen alle zusammenrechne, ich habe da einen Zähler dran gehabt, mit Gebläse, mit Saugzug, Gebläse, Einschubschnecken, Motor und den ganzen Müll, der alles dranhängt. Die Steuerung ist auch nicht ganz so geil gewesen vom Standby-Stromverbrauch. Dann waren das 700 Kilowattstunden im Jahr. Das ist schon ordentlich. Ja. Ölheizung liegen wir irgendwo im Bereich 300, Gas auch, je nach Kessel, auch so um die 300 rum. Luft, Grundwasser und so weiter natürlich nicht, weil das keine zusätzlichen Kosten sind, sondern das ist ja quasi in der Maschine mit dabei. So, PV-Anteil, habe ich vorher schon gesagt, kommt für mich eigentlich nur in Frage, Luftwärmepumpe mit PV, aber Infrarot einfach, das seht ihr selber, also das macht nichts mehr aus. So, dann haben wir hier noch, was haben wir noch Schönes? Wir haben noch die Energiekosten. Ja. Mit was habe ich gerechnet? Das ist auch immer so ein Punkt. Ja. Ich habe jetzt aktuelle Preise genommen und das ein bisschen so grob gemittelt. Pellets 250 Euro die Tonne, Heizöl 95 Cent, Erdgas 9 Cent die Kilowattstunde, Strom 28 Cent, das ist absolut realistisch, und Strom für die PV irgendwo um die 8 Cent. Das ist ja aktuell ungefähr ganz grob die Einspeisevergütung. Jo, dann haben wir noch den Grundpreis pro Jahr. Was ist das? Ja, das ist eigentlich nur der Grundpreis für das Erdgas. Ja, weil Pellets habe ich ja keine Grundgebühr, Heizöl auch nicht, Strom habe ich zwar eine Grundgebühr, aber das muss ich ja sowieso zahlen. Also das jetzt damit draufhauen, ist halt schwierig. Ja. Strom habe ich sowieso am Haus und man könnte es jetzt anteilig draufrennen, aber ich weiß nicht, keine Ahnung. Wenn ich dann einen Extrazähler habe, habe ich ja auch nicht mehr 28 Cent, sondern weitaus weniger. Dementsprechend ist das eigentlich sogar noch relativ schlecht für die Wärmepumpe gerechnet. So, Energiegehalt, Pellets 4,9 Kilowattstunden, ja, ist klar, das sind so die Angaben zwischen 4,8 und 5,0. Heizöl 9,8 ist angegeben, Erdgas logischerweise eine Kilowattstunde, ganz klar, Strom genauso. Ja. So, unten, das habe ich schon gesagt, und Wärmebedarf habe ich jetzt mal gerechnet mit 15.000 Kilowattstunden Wärme pro Jahr, ja, insgesamt. So, dann geht es weiter mit den Berechnungen. Was habe ich jetzt da rumgerechnet? Das ist ein riesen Aufwand. Ja. Einmal die Anschaffung, die habe ich jetzt runtergerechnet auf 15 Jahre. Das heißt, wenn ein Gerät 20 Jahre hält, dann ist es bei 15 Jahren natürlich günstiger. Ja. Das ist jetzt alles runtergerechnet und da ist natürlich die Wärmepumpe erstmal teuer, klar. Jetzt gibt es aber natürlich noch Förderung mit drauf, das sehen wir dann da unten. Aber jetzt schauen wir uns erstmal die Wartung an. Wartung kommt noch mit dazu, das habe ich hier aufgeschlüsselt, ja. Also umgerechnet auf 15 Jahre. Kaminkehrer kommt noch mit dazu, umgerechnet auf 15 Jahre. Habe ich halt nur bei Pellets, Öl und Gas, ja klar. Und ich habe natürlich dann noch die Energiekosten, also die laufenden Energiekosten, die man quasi, der Brennstoff oder ja, die Energie im Endeffekt kostet pro Jahr. Und das hat hochgerechnet auf 15 Jahre, dann haben wir hier die Kosten. Ja, da sieht man jetzt schon, da hat man ein paar so Ausreißer da oben, da unten. Und das ist natürlich logischerweise die Infrarot. Ja, die haut natürlich stromverbrauchsmäßig so mal so richtig rein. Ja. Was aber völlig logisch ist, bei einer Arbeitszahl quasi von 1 oder beziehungsweise sogar unter 1, ist es halt ein bisschen schwierig. Ja. Grundpreis haben wir hier. 3.300 Euro nur für die Gasheizung, weil das andere haben wir ja im Endeffekt ja keinen Grundpreis. Dann der zusätzliche Strom. Ja. Pelletheizung, Ölheizung, Gasheizung, haben wir gesagt, braucht natürlich irgendwo für die Steuerung, Regelung und das Ganze drumherum Strom. Und der Strom auf 15 Jahre, das hat man halt dann hier, so knapp 3.000 Euro bei der Pelletheizung, Ölheizung 12,60 und Gasheizung auch so ungefähr sowas, ja. Ich sage, nagelt es mich jetzt nicht fest, wenn ihr eine Ölheizung habt, die vielleicht 50 Euro weniger braucht oder so. Aber so in dem Bereich circa liegen wir. Was kommt dann raus? Ja,
wenn man das Ganze jetzt dann durchrechnet und hin und her, das ist ja schön hier bei Excel, ja, das geht alles schön automatisch, wenn man das richtig eingibt, dann kann man ein bisschen mit den Zahlen jonglieren. Ja. Dann hat man hier einmal die Anschaffung ohne Förderung, einmal die Anschaffung mit Förderung, die jährlichen Betriebskosten, die ich irgendwo habe, fix und das Ganze auf 15 Jahre gerechnet und dann natürlich noch die Gesamtkosten mit Förderung auf die 15 Jahre. Also einmal alles zusammen, also Anschaffung mit den Betriebskosten auf 15 Jahre, ohne Förderung und einmal mit. So, und jetzt wird es mich dann langsam mal spannend. Jetzt kommen wir nämlich zu den Diagrammen. Ja, wie schaut das Ganze jetzt aus? Und das schaut dann mal richtig gut aus. Ja. Das ist jetzt das Diagramm ohne Förderung. Das heißt, ich verzichte drauf, ich habe keine Lust, kenne einen, der das einbaut, wie auch immer, will es selber einbauen, warum auch immer, dann schaut es so aus. Das heißt, selbst ohne Förderung, was habe ich da hinten? Tja, das unterste, was man hier sieht, ist das Grüne und das Grüne ist die Luftwärmepumpe mit der Photovoltaik. Drüber blau, das ist die Wärmepumpe Grundwasser, dann kommt Grau und Schwarz, ja, knapp drüber, das ist Öl und Gas und dann haben wir hier oben, teurer interessanterweise, Pellets. Das ist doch mal richtig interessant, oder? Das hätten uns viele wahrscheinlich nicht gedacht. Und dann mit einem riesen Abstand natürlich, wie zu erwarten, Infrarot. Also für lange, ja, für eine lange Dauer irgendwo, wenn man noch lange leben will, ist vielleicht Infrarot nicht so ganz die optimale Option, ja. So, jetzt schauen wir das Ganze noch an mit Förderung. Schaut dann so aus, ja, verschiebt sich im Prinzip das Ganze einfach nur nach unten, ja. Das heißt, noch mehr Abstand zu allem anderen habe ich die Luftwärmepumpe, dann die Grundwasserwärmepumpe und das ist natürlich schon heftig. Also es ist wirklich, man muss sagen, das ist wirklich mit Abstand die günstigste Option, irgendwo zu heizen, weil eben die Luftwärmepumpe mit der Photovoltaik, es ist schon echt krass. Also muss man wirklich sagen, das ist wirklich, wirklich, wirklich gut. So, das nächste hat man dann die Wärmepumpe allein, also nur Wärmepumpe Luft ohne eine Photovoltaikanlage. Da sind wir ungefähr auf dem Niveau von einer Wärmepumpe mit Grundwasser. Ja, das ist einfach deswegen geschuldet, weil einfach die Grundwasserwärmepumpe einen höheren Wartungsaufwand hat. Und wer sich ein bisschen umhört, es ist nicht ganz so häufig, dass eine Grundwasserwärmepumpe problemlos läuft, beziehungsweise sehr gut läuft. Ja. Viele kontrollieren es halt auch nicht. Ja. Deswegen immer mein Appell, baut einen Wärmemengenzähler ein und einen Stromzähler. Dann könnt ihr ja sagen, ob das gut ist oder nicht. Einfach nur warm machen, ist halt immer schwierig. So, das war jetzt mal zu den ganzen Diagrammen. Ja, dann haben wir am Schluss dann noch logischerweise die Zusammenfassung. Wie schaut es jetzt aus? Heizen in der Zukunft? Was ist jetzt sinnvoll? Was ist irgendwo nicht sinnvoll? Naja, also das hat man jetzt, glaube ich, eindeutig gesehen, dass die Wärmepumpe in dem Vergleich jetzt mit den 15 Jahren im Bestand irgendwo als ziemlich klarer Gewinner rausgeht. Ja? Nach aktuellem Stand ist die Wärmepumpe natürlich über einen Zeitraum von 15 Jahren die beste Heizoption. Ja? Das kann man jetzt sehen, wie man will. Natürlich kann man mit PV noch einiges rausholen, das kommt noch mit dazu. Anschaffungskosten sind ziemlich ähnlich, ja, das hat man jetzt auch recht deutlich gesehen, dass das auf 15 Jahre gesehen die Anschaffungskosten gar nicht so ein Riesenteil sind. Ja. Man bekommt gut Förderung dafür und dementsprechend ist das bei allen, ich habe es mal so geschrieben, seriösen Heizsystemen, ja, für mich ist einfach Infrarot nicht wirklich für ein komplettes Haus im Bestand seriös, ja, das sage ich jetzt, das ist meine Meinung. Ja. Wie gesagt, es ist jetzt meine persönliche Meinung. Ja. Also Infrarot würde ich keinem empfehlen. Dann haben wir noch die Rohstoffproduktion. Das ist ja auch ein schöner Punkt, finde ich. Öl, Gas und Pellets kann man eben nicht selber herstellen. Und den Strom für die Wärmepumpe zumindest teilweise schon. Ja. Also wenn ich jetzt eine PV auf dem Dach habe, das Ganze auch erweitern will, vielleicht noch einen guten Winkel irgendwo draufbringe, ja, irgendwo Fassaden-PV oder sowas, wenn ich die Möglichkeit habe, dann macht das natürlich schon Sinn. Ja. Und ich kriege mit der PV natürlich auch im Sommer logischerweise, sage ich mal, von März bis Oktober auf alle Fälle das Brauchwasser immer gedeckt. Das ist kein Problem. Und im Winter kann ich halt dann zum Teil zumindest unterstützen. Wenn es mal sonnig ist, geht schon was, ja. So, und da, für mich auch ein Punkt, der in Zukunft doch auch wichtig
werden wird, ja, flexible Stromtarife. Und gerade in Kombination mit größeren Akkus, ja, kann man eben flexible Stromtarife optimal nutzen. Das heißt, ich lade die Akkus dann voll, wenn eben der Strom günstig ist und kann es dann schön entspannt über den Tag einfach verbrauchen. Ja. Macht jetzt schon irgendwo auch Sinn, das Ganze so zu machen, und ob es das dann ja, gewisse Leute gut oder schlecht finden, das kann sich jeder selber irgendwo entscheiden. Ja, das sind Meinungen, ja, ich habe auch eine Meinung, das darf man irgendwo auch kundtun, aber wenn man jetzt einfach nur das rein von den Kosten irgendwo betrachtet, ja, dann geht einfach kein Weg an der Wärmepumpe vorbei, das muss man einfach so sagen. Jo, ja, im Endeffekt, wie man dann in Zukunft heizt, das wird man dann noch sehen. Ja, wie gesagt, ich habe jetzt für mich auch auf die Wärmepumpe gesetzt. Wir haben vorher einen Ölkessel gehabt, wir haben einen Pelletkessel gehabt, mit Solarthermie auch, und ja, ich würde nicht mehr zurückwechseln wollen. Einfach aus dem Grund, weil es ultra primitiv ist, so eine Wärmepumpe, die stellt man sich hin, man spart sich richtig viel Platz im Keller, ja, gerade Pelletkessel, das ist ja Wahnsinn. In dem Raum, in dem ich mich hier befinde, das war vorher der Raum nur für die Pelletlagerung. Ja, also das darf man auch nicht vergessen. Dann habe ich noch einen zweiten Raum gehabt, in dem stand die Pelletheizung drin, also der Kessel. Ja, es ist einfach extrem viel Platz, und gerade im Neubau ist es schon ein Punkt, würde ich mal meinen, ob man dann noch, weiß ich, 20 oder 30 Quadratmeter mehr braucht insgesamt für die Pelletanlage. Und das sind dann eben auch Kosten. Wohnraum kostet und jeder Quadratmeter kostet eben auch. Und wie gesagt, selbst wenn ich im Bestand den Platz habe, dann ist es auch ein Riesenaufwand. Ja, also gerade so Pelleträume wegen Brandschutzbestimmungen und was weiß ich noch alles. Alle möglichen Motoren, Schnecken und Saugzuggebläse und alles ist irgendwo ein Verschleißteil, finde ich persönlich nicht mehr so ganz den Weg. Aber wie gesagt, muss jeder selber entscheiden, und ja, es kommt halt auch mal darauf an, wie die Gegebenheiten sind. Das muss man halt auch an der Stelle sagen. Wenn ich ein Haus habe, wo es einfach überhaupt nicht geht, wo ich eine Wärmepumpe nicht hinstellen kann, wo ich vielleicht einen extrem hohen Energieverbrauch habe und in allen Richtungen relativ wenig Platz zum Nachbarn, dann ist es halt manchmal auch schwierig mit der Wärmepumpe. Das muss man an der Stelle auch mal sagen. Wie gesagt, jetzt habt ihr mal einen kleinen Überblick bekommen, wie das so ausschaut. Wenn ihr andere Zahlen habt, völlig andere, ich da einen totalen Fehler drin habe, schreibt es gerne in die Kommentare. Da kann ich das Ganze auch nochmal irgendwo durchrennen. Vielleicht nochmal irgendwo ja, in die Community, in den, ja, bei mir auf dem Kanal irgendwo reinstellen. Andere Berechnungen, wenn ihr das anders haben wollt oder wenn ihr meint, das ist irgendwie anders billiger, schreibt es gerne in die Kommentare. Ansonsten gerne ein Abo dalassen und bis zum nächsten Mal. Macht es gut. Ciao, ciao.